Ja, herzlich willkommen bei Swiss Judo Uncut. Wir sind mitten in der Diskussion gewesen bis um 9. Eigentlich hätte ich live gehen sollen, dann hätten wir das einfach weitermachen können. Ja. Wir waren mitten in der Olympiadiskussion. Es waren schon fantastische Wetten, wer gewinnt welche Gewichtsklasse. Aber bevor wir da wieder hardcore einsteigen, möchte ich kurz vorstellen, wer im Studio ist. Heute Doppelgast. Ich begrüße links oben Delia Vetterli. Grüße dich, Delia. Salut. Und rechts unten oder links unten, ich weiß gar nicht, wie ihr es seht, Olivia Gertsch aus Bern. Ciao. Ciao. Jetzt habe ich gesagt, Olivia aus Bern. Wo bist du her genau? Und wo bist du gerade? Das ist Oberaargau. Emmental. Nee, Amitau. Emmental. Oh, Schande über mich. Und du sitzt da auch gerade in deinem Zimmer. Vor deiner Judo-Weltkarte. Ja, nicht Judo-Weltkarte, aber Weltkarte, ja. Okay, das heißt, du pinnst nicht drauf, wo du schon alles warst und welchen Pinguin du auf dieser Karte schon umgeworfen hast. Nee. Delia, wo hängst du gerade rum? Auch in meinem Zimmer. In? In meinem Zimmer. Ja, wo denn? Wo ist das? In Im Keller Bern? wohnen. Ah, ja. In Uster wahrscheinlich. In Ja. Uster. Okay. Hey, Bau, ich weiß mal nie, weißt du, deine Schwester wohnt da, 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 da. Ah, nein, ich bin immer noch in Uster. Du hast das Kellerzimmer, aber du hast ein Fenster im Kellerzimmer. Ja, es ist ziemlich großes. Sehr gut. Cool. Heute die Themen Olympia, Olympia, Olympia und ihr zwei. Ich meine, wir haben euch ja, Olivia wollte ich vor 3 Wochen schon mal einladen. Da hat sie ihre erste Bronzemedaille gewonnen oder war auf dem Weg dahin zum Wettkampf. Und jetzt habt ihr zwei schon wieder abgeräumt. Ihr habt einen Lauf. Herzliche Gratulation dazu. Habt ihr das Gefühl, ihr habt gut trainiert jetzt während Corona oder die anderen haben so schlecht trainiert? Delia, Nee, zuerst an also dich. Oder Olivia, fang du an. ich glaube, wir haben auch gut trainiert. Also wir sehen es ja bei Fabi und beim Nils. Bei denen läuft es so. Darum denke ich, wir haben gut trainiert. Ihr hattet keine Ja, Pause also. auch, oder? Ihr hattet keine Pause im Training, keinen Monat. Ihr konntet immer trainieren. Wir Also haben auch jetzt nicht trainiert. Judo, aber ja. Genau. Ich sehe, wir müssen uns noch ein bisschen eingrooven. Wollen wir das lustig? Ich gebe die Fragen einfach dann immer hin und her. Ich sage einfach mal, wer. Delia, das heißt, du hattest Judo-Pause. Du konntest manchmal kein Judo trainieren. Ja, also Joya ist ja da gewesen. Das heißt, wir haben uns ein kleines Dojo in der Garage eingerichtet. Es sind dann aber auch nur 2 mal 3 Meter gewesen. Das heisst, es war ein bisschen knapp gewesen, da sind wir ab und zu im Garagentor gelandet, aber so wirklich Judo trainieren haben wir jetzt auch nicht können, aber es ist sicher besser gewesen als gar nichts. Olivia, wie hast du die Monate ohne Judo gemeistert? Wer war dein Uke? Ich meine, du kommst aus einer Judo-Familie wie Delia. Ja, also ich habe auch irgendwann ein bisschen meine Mom gebraucht, aber viel mit Theraband und so. Also ich habe auch wie Delia ein kleines Dojo eingerichtet, aber es war auch ein bisschen klein gewesen, für wirklich zu trainieren. Ihr habt also beide Matten zu Hause. Okay. Und es ist kein Versicherungsfall aufgetreten, dass ihr irgendjemanden gegen eine Wand geschmissen habt. Nein. Und die Mama musste dann angeben, bin in der Küche gestolpert, habe mir die Hand gebrochen, anstatt bin gegen das Garagentor geflogen. Jetzt seid ihr wieder voll drinne. Wo trainiert ihr beide? Delia, du trainierst in Uster. Olivia, wo trainierst du? Bern im Nippon Bern. Okay. Seid ihr ab und zu in Bruck im Leistungszentrum? Delia, du als erstes? Ja, also ich habe eigentlich gewechselt Anfang Jahr. Ich trainiere jetzt jeden Tag im Bruck, einmal oder zweimal. Also bin ich eigentlich jetzt immer ein bisschen am Hin- und Herpendeln und bin fast nicht mehr in Uster. Aber ja. Olivia, du bist manchmal in Bruck noch? Ja, einmal, zweimal in der Woche, je nachdem, wie es mit dem Schaffen geht. Aber ab und zu jetzt schon noch, ja. Was schaffst du? Ich habe jetzt das KV abgeschlossen. Okay.
Delia, du arbeitest schon? Nein, ich habe jetzt das vierte Jahr im Gymi abgeschlossen. Das heisst, also abgeschlossen, ja, einfach überstanden. Und jetzt ist dann das nächste Jahr das letzte, wo ich dann noch die restlichen Maturen habe. Und danach schon Pläne? Ich hoffe, dass ich den Numerus Clausus bestelle, damit ich Tiermedizin auch studieren kann. Das ist ziemlich heftig und das kann man zusammen mit Judo koordinieren? Ja, also ich glaube, man sieht sie bei der Evelyn, dass man kann Medizin studieren und nebendran doch noch Leistungssport machen. Aber es muss sicher gut abgesprochen werden, wie man das gut kann koordinieren zusammen. Aber das ist unglaublich. Schmucki, hattest du in dem Alter schon so konkrete Pläne, was du werden wolltest? Nein. Und wann, dann sind es definitiv die falsche richtig gekommen am Schluss. Also, nein. Also Plan haben wir auch mal gehabt, aber es ist definitiv etwas anderes. Komplett anders. Ich bin so froh, dass ich eine Tochter habe. Mädchen haben immer viel früher einen Plan und viel konkreter, was sie machen müssen. Und die machen das dann teilweise meistens auch noch. Olivia, wo geht's bei dir hin? Du planst, was zu machen, was mit dem Leistungssport kombinierbar ist, oder? Ja, also ich fange jetzt nach der Sommerferien die Maturität an, aber was nachher kommt, weiß ich noch nicht. Dann bin ich auch noch ein bisschen planlos. Aber der Plan, Judo weiterzumachen, der ist da, Olivia? Ja, auf jeden Fall. Delia, bei dir, wie sieht's da aus? Ja, also ich hoffe schon, dass ich eine Lösung finde, die zwei Sachen zusammen zu kombinieren, weil das sind beides eigentlich Wünsche, die ich seit klein auf habe. Demher. Jetzt kommen wir zur großen, großen Frage. Paris ist bereits in 3 Jahren. Ist das ein Ziel oder ist das total unrealistisch, Delia? Also ich bin ja nächstes Jahr nochmal U21, von dem her ist es wahrscheinlich eher für mich ein bisschen, also es wäre ziemlich knapp, also wahrscheinlich eher unrealistisch, weil es sind ja eigentlich immer so 4-Jahres-Perioden und die sind ja auch, ja, haben einen gewissen Sinn, damit man eigentlich wirklich 4 Jahre Vorbereitung hat und das wären ja dann bei mir eigentlich nur 2, wo ich Elite wäre. Und besser gesagt, wäre ich die ja dann auch noch U23, von dem her wäre das dann wahrscheinlich schon ein bisschen nicht so realistisch. Olivia, wie sieht es bei dir aus? Ist das ein Wunsch oder ist da irgendwie 10% Chance dabei? Also ich glaube, ich sehe so ein bisschen wie Delia, ich bin ja auch nur ein Jahr älter. Und ich wäre ja dann auch noch, immer noch U23 oder das letzte Jahr U23, darum nehme ich an, dass es sehr unrealistisch ist. Wo ist danach eigentlich? Wisst ihr das? Ich habe gemeint in Los Angeles 2000. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ist ja so eine Doppelverlosung gewesen. Mhm. LA ist auch cool. LA ist auch cool. Ja, dann wünschen wir euch, dass das klappt und auch fürs Schweizer Judo, dass ihr da nachzieht. Ich meine, zwischen die Fabi, wie alt ist die Fabi jetzt? Ich glaube 28 wurde auch nicht gemeint. Genau. Ist zwischen der Fabi und euch, gibt es da noch jemanden im Schweizer Judo? Ja. Die Joya, ja. Gibt es noch? Wen gibt es noch? Der Luki und der Nein, bei den Frauen. Bei den Frauen. Ah, Ihr seid sprachlos. Also ich glaube, es gibt nur noch Talina und nachher kommen halt mehr, ja. Mhm. Ja. Ja, dann seht ihr. Aber vielleicht noch die Manu. Ja. Ja, die ist nicht halt wie Joya, oder? Plus, minus. Ja. Ja, der Druck ist auf euch. Ihr seht es, ja? Also, ich möchte zurück zu unserem Anfangsquatsch-Thema, also nicht Quatsch, zum Gesprächsthema, wo wir waren. Ich möchte zurück zu Olympia. In 2 Wochen ist es soweit. Ihr habt euch den Wecker schon gestellt. Ihr wisst, um wie viel Uhr es anfängt? Nein, immer die früh am Morgen, glaube ich. Sven, um 4 war es, oder? Ja. Um 4 sind die ersten Kämpfe, das heißt, aber das ist super. Finale, Fabi Nils um 12, um 1. Dann hat man noch was vom Tag zum Feiern. Das Positive dran, ja.
Man schon früher muss aufstehen. Absolut. Wir haben in die Kategorien vorhin schon reingezoomt und ihr seht, ja, wir nehmen die 70, in der ich drin bin. Delia, das ist deine Kategorie. Als erstes, ja, aus dem Bauch raus, wer holt den Pott? Also es ist mega schwierig zu sagen, finde ich. Na klar. Ja, es kommt immer noch also wie man sich an dem Tag fühlt, drauf an. Aber ich hätte jetzt gesagt, entweder die Französin oder die Japanerin. Okay, wobei wir loggen das mal ein. Gut ist, also. Das stimmt, ja, die stehen da oben. Olivia? Ja? Was glaubst du, wer in der Kategorie, hast du eine Außenseiter-Wette, wo man dich nachher als Spezialist einordnen könnte? Ja, nee, also ich bin auch so wie Delia und hätte jetzt auf die Französin tippt oder vielleicht noch auf die Brasilianerin, die noch stark könnte sein. Delia, du hast gegen eine von denen, die bei Olympia starten, schon mal trainiert oder gekämpft? Ich habe mal gegen Megan Fletcher an der Damenrunde müssen kämpfen. Dürfen kämpfen. Dürfen, ja. Und? Du hast sie weggehauen. Ah, ich glaube, wir können uns vorstellen, wie das gekommen ist. Ich glaube, dort bin ich sogar noch irgendwie 15 oder 16 gewesen. Und, ich bin zwar sogar aus dem Festhalter rausgekommen, aber sonst bin ich schon recht runtergekommen, ja. Okay, und trotz dieses Erlebnis ist es nicht deine Wettpartnerin, wo du sagst, die holt das Ding? Nein, das nicht, nein. Okay, so gut, dann doch nicht. Gegen noch jemanden von denen trainiert oder gekämpft? Wüsste jetzt gerade so spontan nicht, nein. Okay, dann gehen wir doch straight zur Gewichtsklasse 57. Olivia, zu deiner. Weißt du eigentlich, auf welchem Platz der Weltrangliste du gerade stehst, Olivia? Ich habe gemeint recht weit vor, aber ich weiß nicht genau, was für ein Platz. Das ist noch sympathisch. 21, oder? Das ist noch sehr sympathisch, wenn man das selber nicht weiß. Ich wüsste es sofort aber von mir, aber wenn man einfach kämpft und trainiert, ohne drauf zu gucken. Das ist sehr, sehr cool. Wer holt den Pott hier? Olivia, wer macht die 57 bei Olympia klar? Also ich hätte jetzt gesagt, so eine kleine Aussenseiterin, die Mongolin, die 2016 schon Zweite ist worden. Das ist so. Könnte man sich vorstellen, dass sie es macht. Sumia. Mhm. 30 Jahre. Ja, die hatte sehr gute Zeiten. Die letzten Monate war sie nicht so vorne mit dabei. Elia, wenn du aufs Tableau schaust, 57. Wer macht's? Ich finde es noch mal schwieriger als bei 70, weil ich. Ja, es hat so viel Gute drunter. Es ist wirklich schwierig zu sagen. Irgendeine Wette aus dem Bauch raus jetzt. Ich nötige dich da. Keine Ahnung. Ja, also. Unter den ersten fünf sind sicher alle ziemlich gut. Also ja, soziologisch sind sie gut, aber ich könnte jetzt nicht sagen, die macht es. Also, es ist einfach schwierig zu sagen, finde ich. Schade. Olivia, du hast schon gegen viele von denen trainiert. Gegen von den Top 10, gegen wen noch nicht? Also sicher die Japanerin habe ich noch nicht trainiert, weil ich mit ihr einfach noch nie in einem Lager war. Und die Mongolin noch nicht, weil ich auch nicht in einem Lager war. Aber ich glaube, sonst bis, hat jetzt gesagt, 12 mit allen. Und bei was für Events kriegt man die unglaubliche Chance mit all denen? Ist das alles an einem Event gewesen? Weil so lange bist du jetzt auch noch nicht im Weltzirkel. Nein, also jetzt zum Beispiel Zizig ist halt früher noch Junioren gewesen und dann ist so EM-Vorbereitung oder so, haben wir in Straßburg gemacht. Und dann war ich auch früh gewesen, eigentlich die Chance zu kämpfen, wo sie noch nicht so stark war. Und so die Deutschen sind halt auch an die Junior-Europa-Cup-Trainingslager gekommen.
die ich dann auch Gäste gemacht habe. Und sonst jetzt einfach in den Lager während Corona, wo wir viel mit der Elite mit sind. Sie halt dann auch sehr viele Elite-Leute, die wirklich eben Top-Niveau sind, weil sie sich halt eben auf die Olympia haben müssen vorbereiten. Welches Lager so in den letzten 2-3 Jahren hat dich am meisten beeindruckt, so von den Trainern oder dem, was du gelernt hast oder von der Natur drumherum? Olivia? Also ich glaube, das letzte Lager, das ich gemacht habe in Rogla, dort ist wirklich, das ist ein Lager gewesen, wo extrem viel Starke waren. Also es war Tristan Jack, es war das kosovarische Team mit der Kelmendi, Krasnici, Gjakova. Es waren Polen, die extrem stark waren, und die Ungarn. Also das war wirklich ein Lager, wo Top-Leute kamen und wo ich eben auch von seinen Leuten nachher profitieren konnte. Delia, wie ist es bei dir? Hattest du in den letzten 2 Jahren ein Lager, wo du sagst, hey, das war sehr cool? Oder sagst du, hey, besser als in Oster, das geht eigentlich gar nicht? Ja, ich will jetzt nicht so sagen. Ja, ich glaube, die letzten 2 Jahre habe ich glaube kein Trainingslager gehabt, zumindest nicht kein internationales, wegen Corona und weil ich vorher auch noch ein halbes Jahr verletzt war. Aber so jetzt aus den Erinnerungen halt so Lager nach Europa gab es, wie zum Beispiel in Berlin. Oder auch so Bad Blankenburg, wo nur Frauen sind, sind sicher ganz gut besetzte Trainingslager gewesen, wo man auch ganz viele Partner gehabt hat. Ihr habt beide in Japan schon mal Judo gemacht? Ja. Zusammen, im selben oder unterschiedlich getrennt voneinander? Also ich bin einig mit Masaki und Nippon mit der Berner mit auf Japan in 2016, ja. Und dort habe ich vor 5 Jahren, hey, unglaublich. Wie alt warst du da? 15. 14. Oh. 14, 15, ja. Olivia, zwischendurch mal wieder in Japan gewesen? Ja, ich war 2019 nochmal, auch wieder mit dem Masaki und dem Nippon Bern. Wo fahrt ihr da mal hin? Also wir haben jetzt beide mal so ein bisschen eine Rundreise gemacht. Wir haben in Tokio angefangen, sind dann in die Heimatstadt von Masaki gegangen. Und das letzte Mal sind wir noch in Fukushima gewesen, weil das ja die Stadt ist, wo jetzt die Schweiz hergeht während des Olympischen Spiels. Genau, und sind wir dann einfach so in verschiedene Orte gegangen und haben verschiedene Orte die Möglichkeit gehabt, in Trainings zu gehen. Was gefällt euch da am besten bei diesen Trainingslagern? Ist die Kultur oder sind es die Partner? Hat man überhaupt Zeit, das alles zu realisieren? Olivia? Also ich glaube, das Beste ist das Essen. Das ist extrem gut. Delia, okay, es war 5 Jahre her, aber an was kannst du dich erinnern? Was ist so wirklich hängend geblieben und warum willst du nochmal hin? Ja, also sicher das Essen ist mega gut, aber es hat mega viele Trainingspartner und auch eben zum Beispiel, wenn man jetzt wieder in ein normales Clubtraining gehen würde, sind dort die trotzdem auch wahrscheinlich auf einem höheren Niveau als jetzt ein paar, die bei uns Leistungssport machen. Die haben einfach ein mega hohes Niveau und wunderschöne Techniken auch. Also die haben einen völlig anderen Kampfstil. Und zum Beispiel in Kodokan haben sie natürlich auch einen mega coolen Tatami-Boden mit diesen Schwimmbädern. Essen, ganz kurz, in Japan, habt ihr schon mal lebendigen Tintenfisch gegessen in Japan? Nein. Oh. Unbedingt auf die Liste setzen. Der wackelt noch, wenn man auf. Okay, ich sehe es nicht für jeden. Okay. Wenn ihr von Essen redet, redet ihr von was anderem. Aber können wir nicht. Ine muss das so tot sein. Ja. Bevor wir zu einem kleinen Spiel kommen, wir kommen sofort zu dem Spiel. Um die anderen Schweizer Olympiastarter kümmern wir uns nachher. Und zwar,
Wir spielen heute, weil wer denkst du? Wir haben das noch nie gespielt. Ich fand das eine unglaublich lustige Idee. Und Delia, Olivia und Sven haben Schilder vorbereitet. Hebt doch mal alle das Schild Delia hoch. Und dann habt ihr noch ein Schild mit Olivia. Als wenn du jetzt noch Herzchen oben an die Punkte gemacht hättest, dann wäre der Knüller. Sehr gut. Ich hätte mitspielen können, aber ich will nicht. Ich sagte vielleicht nachher, was ich gedacht hätte. Aber wir fangen mit einer einfachen Frage an. Die Frage an euch drei heißt immer, wer denkst du, macht Folgendes von beiden besser, schlechter oder was auch immer. Und ihr müsst einfach super schnell das Schild hochhalten. Und bitte haltet es nicht vor euer Gesicht, sondern haltet es irgendwie so. Wir machen mal einen Testlauf. Es sind alles Testläufe. Wer denkst du, von beiden bekommt im Kampf mehr Shidos? Das ist so ein schönes Spiel, das ist so ein Blame-Game. Delia, denkst du, du bekommst wenig Shidos? Weiß es nicht. Also, ich hätte jetzt gedacht, nicht allzu viel, aber ja. Ich meine, eure letzten Kämpfe gehen rap, zap, zap. Wer hat das letzte Mal von euch mit Honsuko Marke verloren? Okay, das war, ihr müsst schneller sein, wenn die anderen schon oben haben, geht's nicht. Okay, ich bereite euch aber auf die Frage vor. Olivia, Honsuko Marke, das wären jetzt schon 3 Shidos allein für dich. Ja. Am Stück. Ja. Okay, wenn ihr beim Europacup seid, ihr seid im selben Zimmer immer oder dass es laufend weg sind? Also wir sind jetzt im Moment nicht im gleichen Zimmer, früher sind wir immer im gleichen gewesen. Aber bei Corona reisen wir jetzt immer unterschiedlich an und weil wir dann auch am X-Mint, gerade wenn wir ankommen, Corona-Tests machen und dann in Quarantäne, sind wir dann halt nicht im gleichen Zimmer. Aber, halt, aber ihr kennt euch aus dem gleichen Zimmer. Ihr wart mal im selben Zimmer. Ja. Yeah. Das braucht ihr für die nächste Frage. Also, man kann die Frage in beide Richtungen stellen. Ich stelle sie mal in die positive Richtung. Weiß nicht, ob das positiv ist. Wer von beiden ist der größere Ordnungsfanatiker? Ah, Schmucki, ja? Du warst ja nicht auf dem Zimmer, das ist ein guter Beweis gut, dafür. Ich habe jetzt auch den Deli, euren Hund, Hintergrund als Basis genommen. Also schön, vorbildlich. Aber ich habe nicht alle aufgeräumt. Aber wenn es da so ordentlich ist, darum geht's ja. Also ich habe ja nicht gefragt, wer ist der größte Messi, oder? Ich habe gefragt, wer ist der Ordnungsfanatiker? Aber Olivia? Also, du kannst ja eben eine Kampfordnung haben, wenn du weißt, wo das Zeug ist. Ja, das weiß ich auch. Ja. Delia, was sagst du so? Was sagst du so über Olivia? Bei ihr ist alles akkurat im Uhrzeigersinn im Koffer geordnet oder dann doch nicht so? Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, alles ganz geordnet, aber es ist auch nicht schwieriger, mehr Ordnung haben als bei mir. Okay, das ist ein relativer. Wir machen sofort weiter. Wir kämpfen ja heute gegen irgendeine Parallelsendung. Irgendwas läuft heute im Fernsehen, ich weiß gar nicht was. Volleyball, glaube. Aber ich wollte es total neutral, geschlechtsneutral machen. Darum, wer spielt von euch besser Fußball? Okay, also Delia, du triffst keinen Ball, Olivia, du triffst keinen Ball, also muss der andere besser sein. Also, wenn wir auch Fußball spielen, in einem Trainingslager oder so, stehen wir beide einfach im Goal und versuchen, Ball aus dem Weg zu gehen. Also. Das ist ungünstig im Goal. Ja, also, wir haben beide Angst vor dem Böllen, aber im Goal werden wir trotzdem noch weniger getroffen, als wenn man auf dem Feld am Spielen ist. Kann ich herausfinden. Okay, Delia, Fußball ist scheinbar nicht deine Zweitsportart. Wo nicht ist ganz. So
Wo ist so deine zweite Liebe hingedriftet, wenn es jetzt nicht Judo wäre? Ja, schon in das Essen. Okay, Sportart, das heißt, das ist so 70 Hamburger in einer Minute. Okay, wir schneiden das raus. Delia, was ist deine zweitbeste Sportart, wenn du nicht Judo-Profi geworden wärst? Okay, also du bist mega froh, dass es Judo gibt, weil das passt wie die Faust aufs Auge. Okay, sehr gut. Olivia, wo würdest du noch Weltmeister werden können? Auf jeden Fall nicht mit Bau. Also, wahrscheinlich entweder so Ringen oder so, etwas, was Judo näher kommt. Smart answer, very smart answer. Ja, ich dachte schon, ich wollte es ausschließen, aber... Und übrigens, das ist hier nicht, dass ich mich schäme oder dass ich rot anlaufe. Ich war heute in der Sonne. und ja, okay. Gut für euch, dass es Judo gibt. Hä? Smucki, wenn du nicht Judoka geworden wärst, hättest du noch irgendwas parallel gemacht? Uni-Hockey. Also, sag mal so, hätte ich nie mit Uni-Hockey aufgehört, wäre ich nie zum Judo gekommen. Ja. Yeah. Wenn sich der Uni-Hockey-Verein nicht aufgelöst wäre, ja, nicht zum Judo. Da gibt es ganz viel. Ja. Wir machen weiter, es macht gerade so einen Spaß. Also haltet eure Zettel parat. Am besten die vom Gegner. wer ist fleißiger im Training? So deutlich, Delia, oder? Oder ist Olivia einfach ein Trainingsmonster, wo man nicht rankommt? Ja, also ich würde jetzt einfach sagen, die Leichteren sind ein bisschen flinker und dann... Müssen die Schwereren weniger machen? Die Schwereren sind eher ein bisschen gemütlicher. Wie stellst du dich jetzt? Also 70 ist ja jetzt nicht schwer. Aber ja. Ja. Olivia, du hast auf dich selber Olivia, du hast dir gerade selber auf die Schulter geklopft. gibt's Momente, wo du. Gibt's eine Woche im Jahr, wo du einfach mal nichts machst? Gibt's das? Ende nicht. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wenn das ich das letzte Mal nicht gemacht habe, außer halt dann, wo Corona war. Aber ich kann mich auch nicht stillhaben. Also, wenn kein Training ist, werde ich hyperaktiv. Okay, das heißt, du kannst keine 3 Tage vor Netflix versinken, ohne dabei plötzlich Burpees zu machen? 3 Tage vielleicht schon mal. Aber so, aber eine Woche wird es dann kritisch. Das sind 3 Tage Weihnachten. Das ist 3 Tage Essen. Ja, dann vielleicht. Da hat man super viel Energie. Ich habe mir diesmal das erste Mal was ausgeschrieben, aber wir hatten die Fußballerfrage. Und jetzt haben wir noch eine andere Frage. Wer kocht besser? Elia. Elia, ich brauche irgendeine Frage, wo du gut bist. Ja. Delia, was ist so dein... Was? Reis macht Delia besser als ich. Ja, ich kann Reis kochen. Ihr habt schon mal zusammen gekocht? Ja. Okay, also Delia, du kannst Reis. Was kannst du noch? Spiegelei? Rührei, ja. Also Joghurt servieren geht auch noch. Damit kommt man durch, würde ich sagen. Olivia, du wurdest jetzt 3-mal genannt. Mit was verzauberst du so deine Familie? Also ja, extrem gern Spaghetti oder Pasta allgemein. Also das, aber... Ja, meistens koche ich nur für mich alleine, weil die anderen schon gegessen haben und ich am Abend spät nach dem Training heimkomme. Darum ist es nur für mich. Wie machst du das mit 57 Kilo, wenn du mitternachts noch Spaghetti isst? Ist ja unglaublich. Wahrscheinlich wackelst du die ganze Zeit im Bett und zitterst da. Und so. Das soll gut sein. Jetzt
jetzt sind wir so zwischen Reis und Spaghetti. Ich muss jetzt noch die Frage stellen, abschließend. Wer von euch beiden ist gesünder? Ich finde das faszinierend bei Nils und auch bei Luki, wenn die in die Disco gehen, die trinken keinen Tropfen Alkohol. Luki seit neuestem nicht vielleicht oder seit wenigen Jahren, aber Nils Jahre oder Schmucki, ist das ein falsches Vorteil, was ich jetzt in die Welt bringe? Ich habe das Gefühl, der legt unglaublich gesund. Wirklich wenig. Ja. Gibt es irgendwas, wo ihr absolut übertreibt? Also beim Abnehmen wie Wassermelone. Ja. Würde ich unterschreiben. Gibt's was, was Sündiges, wo ihr sagt, hey, das muss es manchmal sein? Delia? Ja, ich glaube, Cola haben wir beide. Ja, definitiv. Sind beide Texte dazu. Trinkt ihr Cola vor dem Kampf, um so richtig auf 180 zu kommen? Nicht vor dem Kampf, aber nach dem Kampf, ja. Also nach dem Wettkampf. Okay, nach dem Wettkampf. Ja, es könnte also sein, dass Trainer zuschauen. Nach dem Wettkampf habe ich dann eh noch so Rivella. Stimmt. Cool. Ich hoffe, ihr habt jetzt die beiden noch ein bisschen besser kennengelernt. Ihr könnt natürlich auch selber noch eine Frage stellen. Ihr könnt auf Facebook uns eine Frage hochschießen. Die stellen wir dann gerne. Schmucki, gibt es auf Facebook schon irgendwelche Sachen, die man fragen müsste? Also, stellt uns eine lustige Frage auf Facebook, was ihr gerne von dem anderen wissen möchtet. Und wir stellen die hier live vor Ort. Jetzt, wir haben eure Kategorien abgefragt. Es gibt natürlich bei der Olympia zwei Schweizer Starter in der Kategorie bis 52. Die Fabi. Jetzt zu fragen, okay, wie kämpft die Fabi? Da versucht sich immer jeder in Höflichkeit zu überbieten. Ich frage euch, wer gewinnt die Gewichtsklasse 52? Also ich denke, die Abe gewinnt. Ja. Yeah. Ist schon recht stark. Und die Bouchard, warum die Bouchard nicht, Olivia? Sie ist nicht so vielfältig. Also sie hat ihren Abtaucher, der mega stark ist, was sie ja auch gegen die Abe in Osaka gewonnen hat, aber sonst hat sie nicht so viel. Sie kommt da nicht so über. Also teilweise habe ich so das Gefühl, als würde sie nicht unbedingt gewinnen. Also wenn sie hinger ist, kommt sie nicht so aus sich raus, ich weiß auch nicht. Helmendi, Titelverteidigerin, wo denkt ihr, Medaille oder weniger? Oder ist davor alles zu stark inzwischen? Ich denke, sie kann schon recht weit führen kommen. Und je nach Tag könnte sie vielleicht aufs Podest kommen, aber der Draht knapp vorbei. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie ins Finale kommt. Ich meine, sie hat schon einen Vorteil. Sie trifft nicht auf Uta Abe bis zum Finale. Oder? Platz 4 gegen Platz 1. Gegen Platz 2 kommst du nicht. Aber so unglaublich starke Gewichtsklasse. Wen seht ihr noch weit vorne? Aber Bouchard? Also Giuffrida sicher auch wieder. Ja. Immer noch, die hat extrem gute Fußfäger und die kommt aus dem Nichts und ist mega stark. Seht ihr irgendjemanden, der nicht in den Top 8 ist, in den Medaillenrängen? Also hoffentlich Fabi. Fabi. Noch jemanden? Ich glaube, es ist schon die in der Top 8, die Medaillen ausmachen, außer vielleicht noch Primo. Primo kann sie nicht. Ist einfach extrem Primo ist nicht dabei. Primo ist nicht selektioniert worden. Primo ist zwar die beste gewesen, Weltrenten, es wurde die Gilly Cohen nominiert. Nicht. Ja. Okay. Also, hey, Fabi, die Wetten sind bei dir. Medaille ist drinne. Das waren jetzt drei Damengewichtsklassen.
Ich muss jetzt erst die Frage bei den Damen stellen, oder? Bevor ich die bei den Männern stelle. Sonst kommt es irgendwie falsch rüber. Wer ist in der Gewichtsklasse die hübscheste Kämpferin? Fabi natürlich. Noch irgendjemand, wo ihr sagt, wow, was eine Frau. Robert, die musst du kennenlernen. Ja, also die Abe ist natürlich schon herzig. Ah, herzig. Jetzt, weil ich die Frage bei den Frauen gestellt habe, bei den Männern, egal welche Kategorie, wer ist euer absoluter Favorit? Wo sagt ihr, cooler Typ? Eher einer bis 100 oder eher einer bis 60? Eher so 73, 81, aber es fällt mir jetzt kennen, direkt ein, wo ich würde sagen, der sieht unglaublich gut aus. Ja, also bei mir wäre es eher weniger 60er, aber hat jetzt auch nicht gerade jemanden, was ich könnte sagen. Also es hat einen 90er, der Ungarn, der hat extrem schöne Augen. Oh. Der Christian, genau. Tod. Ja, hey, genau. Der hat blau, oder das sticht. Oh, das ist. Ja. Wisst ihr, wer in der Schweiz solche Augen hat? Der Michi Eaton. Der hat unglaublich blaue Augen. Aber nicht mehr aktiv. Das stimmt. Zurück zur 73. Nils Stumm kämpft, aber wer holt den Olympiatitel? Uff. Außer Nils. Sie glaube. Ja, der Ono ist halt. Stimmt. Dort, ne? Das ist böse, oder? In der 73, Ono, Fabio Basile, auch der Muguschkow. Jakova. Alle nicht gesetzt. Duraev. Nils Stump, alle nicht gesetzt, oder? Das heißt, du kannst in der ersten Runde kann die Nummer 1 gegen einen von denen kommen. Das ist schon eine heftige Gewichtsklasse. Ja, schon. Also, wer von den Top 8, wer kommt die Medaillenränge? Genau, Ono, oder? Ono ist der Favorit für euch, für mich wahrscheinlich auch. Ja. Ihr habt euch schon drauf eingestellt, um 4 Uhr geht's los. Ihr guckt jeden Tag Olympia oder ihr guckt die Schweizer Gewichtsklassen? Also als erstes sicher die Schweizer Gewichtsklasse und nachher sicher so 70 und 63, weil das für mich so eigentlich so die interessantesten sind zum Schauen, so für mich selber. Olivia, du bist Judo-fanatisch oder und musst das alles schauen? Also ich schaue sicher mal rein, ob ich dann alles wieder schaue, weiß ich nicht. Aber sicher so, ja, aber 57 sicher, das ist halt meine Gewichtsklasse. Montagmorgen. Ja, genau. Musst du Montag noch irgendwo hin dann? Arbeitest du montags? Ich glaube es, ja, bin mir nicht ganz sicher. Echt brutal, oder? Den Nils drauf an. Ja. Genau, Montag ist Nils-Tag, Sonntag ist Barbie-Tag. Mhm. Wir sind ja gespannt, was es so für Events in der Schweiz gibt, für Viewings, ob sie irgendwelche Zoom-Groups finden, die dann irgendwie zusammen gucken. Ich meine, um 4 kommst du nirgendwo hin, um zusammen zu feiern, aber du kannst dich gegenseitig im Video angucken, wie du guckst. Schmucki, sowas machen wir, oder? Du bist irgendwo. Wenn du irgendwie keine Gruppe findest von Leuten, was sagen, gar nicht. Schmucki, wenn wir zufällig eine Gruppe mit Leuten finden, wo wir zufällig sind, dann sind wir da. Sehen Sie dann. Wir sehen es ja dann. Cool. Schmucki, hast du noch Fragen an unsere zwei Gäste heute? Nein, für mich ist gut, tipptopp. Das war so lustig, auch das Vorgespräch. Ich hätte wirklich live gehen sollen. Das war ein so schöner Schlagabtausch schon im Vorfeld. Ich noch was auf meinem Zettel? Nein. An euch dieses Spiel.
Ist das kindisch oder sollen wir das nochmal machen mit anderen? Nein, ich hab's Spaß dran gehabt. Ja, es ist gut. Kann man wieder machen. Jetzt, wo ihr nicht mehr dran seid. Vielleicht noch ein bisschen vielfältigere Fragen, damit beide. Okay. Ich habe noch eine Frage. Also, seid ihr parat? Ich weiß die Antwort, glaube ich schon. Also, wer von euch beiden heiratet als erstes? Jetzt wird zurückgeschossen. Okay. Ich will es genau dabei belassen. Ich will gar nicht nachfragen. Es war total lustig mit euch. Bleibt doch danach, wenn wir auflegen, noch im Call. Und kurz. Und danke Sven, dass du dabei warst. Danke dir. Olivia, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, hat Spaß gemacht. Delia, bevor ich dich rauslasse, welches Pärchen sollten wir unbedingt zu diesem Spiel als nächstes einladen? Das ist eine gute Frage. Olivia, ich noch mit Olivia ein bisschen absprechen. Olivia, hast du eine Idee, wer unbedingt zu diesem Spiel eingeladen werden sollte? Vielleicht irgendwie so eine Judo-WG oder so. Ich weiß nicht, ob es das irgendwo gibt. Gibt's, ja. Ja, wir schauen mal, Schmucki, hör, dann machen wir wieder nochmal ein Viererpärchen und dann üben wir das mit Moderieren, wenn mehrere Leute im Chor sind. Danke dir, Olivia. Danke dir, Delia, fürs Mitmachen. Und ja, wir wünschen euch allen einen wunderschönen Sonntagabend und am besten jetzt sofort Fernseher ausmachen. Es läuft sonst absolut nichts. Ja? Macht einfach noch ein bisschen Judo. Ciao. Tschüss. Ihr könnt jetzt auch Tschüss sagen. Ciao.